Willkommen zurück bei Let's Play Die Schicksalsklinge. Wir haben in das Boot da gerade ein paar Piraten getötet, muss man ja schon sagen, und ihnen nette Gegenstände entrissen und wollen jetzt weiter Richtung Norden nach Vizant reisen. Dort lebt eine Info oder soll eine Informantin leben. Falls ihr euch wundert, warum es jetzt dunkel geworden ist, ich habe die DOS-Box leider laufen lassen, deswegen sind einige Stunden vergangen, während ich jetzt gerade das Video bearbeitet habe. Gut. Ab nach Rybon. Die Nacht durchwandern. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegen getorkelt. Ihr wollt schon den Betrunkenen freie Bahn geben, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden. Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Neria an der Schulter gepackt und stammelt ihr ins Ohr: 10 Meilen hinter Rybon, der Dasputa-Schatz, Estorik, das Schwein, alles voller Fallen. Bluthustend bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage. Wollt ihr die Tote den Aaskrähen überlassen? Nein, die Abenteurerin beerdigen natürlich. Schließlich ist sie auch eine Abenteurerin wie wir. Also, gibt es noch irgendeinen Schatz? Haben die Piraten noch mehr gelagert? Wir haben uns erstmal eine Nachtruhe verdient, glaube ich. Ja. So. Xania, meditieren. Und Mirelle, ihr verbesserten Heilkunde wird mal versuchen einzusetzen. Ja, das bringt jetzt 10. Also für einen Talentpunkt kann man einen Lebenspunkt heilen, wenn man gut würfelt. Und Mirelle auf sich selbst. Ach nee, das kann sie ja nicht. Dann kriegt sie vielleicht nochmal. Nee, kriegen die beiden nochmal eine Tanele für die bessere nächtliche Regeneration. Und noch ein paar Einbeeren. So. Und Schlafenszeit. Ja, alle wieder fast bei bester Gesundheit. Ich speichere mal kurz ab. Und suche eigentlich noch einen Händler, wenn es den gäbe, um Pfeile zu kaufen. Aber es sieht schlecht aus. Das ist doch ein kleines Kaff hier. Also werden wir weiterreisen. Richtung Toss. Na dann mal los. Goblins. Die sind ja noch gefährlicher, noch mächtiger als ihre orkischen Verwandten. Also die können gar nichts. So, Computerkampf. Ja, 2 Trefferpunkte und ist erledigt. Boah! So wie zu dem Ork, die Goblins können gar nichts. Kurz die Magierin hat totgeschlagen, das gibt's auch gar nicht. Schreit doch noch eine Einnahme von Einbären. So. Neria schaut sich nochmal ein bisschen um. Und weiter geht's. Ihr seid etwa 10 Meilen nördlich von Rybon. Soweit ihr dies beurteilen könnt, irgendwo hier müsste ein Zeichen zu finden sein, dass hier der Dasputa-Schatz liegt. Aha. Hier kann man Schleifspuren entdecken und beim zweiten Hinsehen auch Blut an einigen Zweigen. Nach nur wenigen Schritt erkennt ihr ein Weidengeflecht, das nur sehr schlecht einen Höhleneingang verbirgt. Wollt ihr die Tarnung entfernen und in die Höhle eindringen, umkehren und euren Weg fortsetzen? Wir wollen natürlich in die Höhle eindringen. Ja, das ist also hier das Butterschatz und Arbosch drängelt sich natürlich gleich nach vorne, zieht die Axt
und stapft brummelnd los. Wir sind endlich wieder in einer Höhle oder einem Verlies angekommen. Dort fühlt er sich ja bekanntlich am wohlsten. Und das scheint ein toter Gang hier zu sein. So, was haben wir denn da? Drei Piraten. Ja, dann werden wir für die mal unsere letzten, auf die mal unsere letzten Pfeile verschießen. Können wir auch einen Computerkampf machen. Wow. Das, genau, ich wollte mir doch nochmal. Ich wollte euch nochmal Arbosch zeigen, der hat ja diese magische Orknase aus. Ach, Mist! Da hat Mirel mal kurz Xanian-Pfeil in den Rücken gejagt. Arbosch hat ja diese neue Orknase angelegt. 9-0, ja. Rüstungsschutz 12 mit dem neuen Panzer. 12 bis 17 macht er jetzt an Trefferpunkten. Vorher waren das, glaube ich, 6 bis 11. Also das ist mal locker plus 6 DP. Also das haut schon richtig rein. Das ist schnell mal zweistellig, wenn der Gegner so viel noch, so viele Lebenspunkte noch übrig hat. In dem Fall hatte er die nicht übrig. So, sie hat hier schon ordentlich einen mitgekriegt, deswegen wird sie mal den Pirat hier verjagen. Hat nicht geklappt. Das ist erstaunlich. So, jetzt lass mich mal ran, brummelt Arbosch. Streicht nochmal über das neue Axtblatt und haut dann gleich ordentlich rein. So wollen wir das sehen. Und gleich nochmal, abgewehrt. Gar nicht so schlecht. Oh, da langt er aber nochmal ordentlich zu. Ja, das reicht ihm jetzt. Aber es gibt kein Entkommen, nicht, dass noch irgendwelche Kameraden alarmieren. Na, die sind aber ganz schön widerstandsfähig. Ja, Mist. So. Oh, auch wieder. Ah! Verflixt. Auch wieder auf den eigenen Gefährten gezielt. Was ist nun los? Leichte Ungenauigkeiten hier. So, der hat auch genug. Und da ist er weg. Und wir haben Amulett. Amulette sind rar. Da schnappen wir uns auch mal. Und gucken uns das mal an. So, man kann mit Analyse ja Artefakte analysieren, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und mit dem Odem nur feststellen, ob ein Gegenstand magisch ist. Dann wollen wir mal hier nur so drauf gucken. Das Amulett ist nicht magisch. Können wir das wegwerfen. So. Aber hat er schon zweimal. Hat schon ein paar Mal versagt bei Schlössern. Leider, hier ist der Schlafraum. Leider habe ich die Schlösser knacken auch nicht steigern können. Das könnte noch ein Problem werden. Wenn, wo Schätze sind, sind meistens auch gut gesicherte Schlösser. So. Wie sieht es denn mit den Pfeilen aus? Drei noch und noch acht.
Wieso kämpft sie mit einer Sichel? Dann wollen wir ihr mal lieber hier die letzten Pfeile geben, der Neria, und Mirel kann mal das neue Kurzschwert ausprobieren. Damit hat sie auch schon durchaus ordentliche Werte. Und aber müht sich hier wieder an der Tür ab. Abosch und Rondran waren von Armbrustbolzen, werden, wurden, naja. Jetzt könnt ihr, getroffen, jetzt könnt ihr auch die Löcher an den Wänden sehen. Au. Und Xania hat ja auch schon einen Pfeil von ihrer eigenen Gefährtin abgekriegt, deswegen werde ich sie mal ein bisschen aufpäppeln. So. Och, Abosch, Mensch. Die nächsten Piraten. Juhu. War hier noch Gangende. Vor euch scheint der Boden einige regelmäßige Ritzen aufzuweisen. Wollt ihr die Sache untersuchen? Ja. Offensichtlich ist vor euch auf dem Boden eine Falltür. An der Wand hinter euch entdeckt ihr jetzt auch einen losen Stein, hinter dem sich ein Hebel verbirgt. Wollt ihr den Hebel bewegen? Ja. Ihr hört ein leises, schabendes Geräusch an der Falltür. Da haben wir sie wohl verriegelt. Mehr durch Zufall als Absicht entdeckt ihr ein Geheimfach. Als ihr es vorsichtig öffnet, findet ihr eine kleine Kiste, in der sich ein goldener Schlüssel und 30 Dukaten in Gold befinden. Wollt ihr die Sachen an euch nehmen? Na klaro. So, Abosch. Abosch wird von mehreren Armbrustbolzen durchsiebt. Puh. Was ist die Strafe dafür, dass du so schlecht die Schlösser knackst hier? Und da legt er sich doch gleich ins Zeug. An der Zwergenehre gepackt. So, wir sind hier im nächsten Geschoss angekommen. Mal sehen, was uns hier erwartet. Vor euch scheint der Boden eine andere Färbung zu haben. So, als ob die Steine erst in jüngster Zeit eingesetzt wurden. Wollt ihr weitergehen, drüber springen, den Boden untersuchen? Den Boden untersuchen. Als ihr auf den Knien herumrutscht und das Geheimnis des Bodens zu ergründen sucht, gibt dieser plötzlich unter Abosch nach. Und er stürzt in eine sperrbewehrte Grube mit mittelschweren Verletzungen am ganzen Leib. Gelingt es ihm dennoch, die Grube wieder zu verlassen? Boah, der arme Kerl. Ich hack die ganze Zeit auf ihm rum, weil er die Schlösser nicht aufkriegt und dann steckt er irgendwie jeden zweiten Schritt Fallenschaden ein. Da braucht man sich nicht wundern, dass er mit zittrigen Händen an den Schlössern rumfummelt. Schließlich hat er schon alles schon vernarbt. Und dafür ist er aber im Kampf noch, zahlt er sozusagen den Piraten mit Härte. Heim. Ja. Da sieht der Pirat lieber zu, dass er das Weite sucht, nachdem sein Kollege gerade zerlegt wurde, aber Neria will ihn noch im Rücken schießen. Das klappt nicht. Boah, Rondran auch noch. nee, okay. Der ist entkommen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Und die nächste Zweierpatrouille. So, drei Treffer, drei schnelle Treffer und dann war es um den Piraten geschehen. Oh, und ein schneller Treffer
Und noch zwei solche schnellen Treffer, dann wäre es auch um Xania geschehen. Aber zum Glück sind die Gefährten schon herbei und lenken die Aufmerksamkeit ab. So. Und wir knabbern mal wieder Wirselkraut. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung mittlerweile hier. So, 6 Pfeile noch. Dann geht's in den Nahkampf für Neria. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Wollen wir noch mal gucken. Eine Truhe. In dieser Truhe hat es nur einen Berg. Hat es? Findet ihr nur einen Berg Bücher. Es handelt sich hierbei um Aufzeichnungen der Beuteeinnahmen von Piraten, die in einem Nest namens das Poter hausen. So. Diese Bücher sind allerdings schon Jahrzehnte alt und damit für euch wertlos. Das war noch nicht der Schatz. Plötzlich kommt mit lautem Kreischen eine große blitzende Scheibe aus der Decke und fährt auf Abosch nieder. Da hat sie ihn schon wieder erwischt. Oder? Er kann sich gerade noch zur Seite werfen, bevor die Scheibe kurz vor dem Boden stoppt und wieder in einen kleinen Schlitz in der Decke verschwindet. Gut, dass er Körperbeherrschung so hoch gesteigert hat. Und das nächste Schloss. 3 Piraten kommen auf euch zu. Einer der drei, der mit der imposantesten Gestalt scheint der Anführer zu sein. Na, das ist Estorik, oder wie sagt er das, diese Abenteurerin, die in unseren Armen starb. Hier ist euer Weg endgültig zu Ende, ihr Diebe. Uns bestiehlt niemand ungestraft und ihr am allerwenigsten, wettert er los. Das wollen wir noch mal sehen. Also Estorik ist, glaube ich, einer der gefährlichsten Gegner des ganzen Spiels. Von daher werden wir mal Abosch beschleunigen, damit er mit seiner neuen Lieblingsaxt noch besser reinhaut. Nee, nicht Computerkampf. Ja, da haut er doch gleich mal richtig zu. Ach doch, haben wir doch Computerkampf jetzt. Naja, ist in Ordnung. Jo, da teilt er richtig aus, der liebe Abosch. Und da hat's Estrik schon zerrissen. Also, ja, wenn man so hervorragende Angriffswerte hat und dann noch 2 Attacken pro Kampfrunde, dann möchte man nicht in der Haut des Gegners dieses Zwerges stecken. Da nimmt er sich gleich den nächsten vor. So, da bekommt ihr jetzt mal eine Ahnung, wie durchschlagskräftig die Helden mit der Zeit noch werden können. Und der letzte Pirat sucht das Weite, aber sie lassen ihn nicht. Und Abosch macht auch den noch kalt. Ja, 42 Abenteuerpunkte. Und was haben wir hier denn? Wir haben endlich den berühmten Daspota-Schatz gefunden. Ein ganzer Haufen schillernde Goldstücke, Geschmeide und anderes Kleinzeug, das die Piraten von Daspota zusammengeplündert haben, liegt vor euch. Das Geld in Höhe von 500 Dukaten steckt ihr natürlich sofort ein, bevor ihr über den Rest hermacht. Wow. Ein Kettenhemd, Gold, starke Heiltränke, starke Zaubertränke und ein Körperkraft-Elixier. Na, das war doch mal nett. Und dieses Kettenhemd, das kann doch bestimmt auch was Besonderes. Was sagt Xania denn dazu? Xania versinkt in Meditation. Ich kann den genauen Zauber nicht erkennen, aber es scheint etwas mit dem Wesen der Schwere zu tun zu haben. Dieses Kettenhemd wirkt auch ziemlich leicht für seine stabile Machart. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann werden wir das mal Rondran geben und uns mal seine Attacke-Paradewerte anschauen. 13,9 mit der Lederrüstung. 13,6, Verzeihung. Und 13,6 mit dem Kettenhemd. Das ist also, und auf jeden Fall die Rüstungswerte um 2 höher. Also das ist natürlich echt nett. Bei gleicher Behinderung, das bleibt, kann er gleich mal angelegt lassen. Damit hat er von der Rüstungsklasse her wieder zu Chialdi aufgeschlossen. Und
Seine gute alte Lederrüstung, die hat ihm viele Treffer abgehalten, aber die können wir jetzt auch wegwerfen. Brauchen wir nicht mehr. So, einen starken Heiltrank. Er hat schon einen. Jetzt noch einen zweiten. Abosch hat auch schon einen. Dann kriegt Chalgir noch einen. Die Zaubertränke kriegt Xania. Ja. Das Schwert. So. Das und dieses Klugheitselixier, das, die sammle ich. Körperkraft, das sammle ich bei Mirel. So, wir haben das Botaschatz gefunden. Das war doch kurz und schmerzlos. Dann können wir ja unseren Weg fortsetzen. Wenn Abosch nicht noch ein paar Fallen mitnehmen will. Drüber springen. Mirel hat es erwischt. Na, supi. Und Abosch hat es nochmal erwischt. Meine Güte, haben die Piraten das hier mit Fallen gespickt. Und Rondran und Abosch hat es erwischt. Uiuiuiui. Bloß raus hier. So. Dann speichere ich nochmal ab. Und beende hiermit das Video. Und im nächsten Video werden wir weiterreisen Richtung Toss.